Ich begrüße euch. Wir sind zurück im Freizeitpark Simulator Rollercoaster Tycoon World. Wir machen jetzt kurz eine Übersicht. Ich habe hier meinen Deko-Wahn mal freien Lauf gelassen. Diese ganze Geschichte hier oben soll so ein kleines Einkaufszentrum, hätte ich bald gesagt, sein. Picknickplatz mit Salatbar, mit einem Souvenirshop, mit hier einer kleinen Erdbeer- und Schokoladentheke und natürlich Toiletten. Und hier seht ihr die grüne Oase mit kleinem Picknickplatz und allem möglichen Kram. In dieser Episode machen wir uns aber an unsere allererste Rollercoaster-Achterbahn. Die kommt hier vorne her und wie wir die jetzt bauen, sehen wir in einem kleinen Zeitraffer. Und während wir hier jetzt im Hintergrund sehen, wie diese wunderschöne kleine Bahn entstanden ist, wollte ich mal ein bisschen schnacken über Rollercoaster Tycoon World. Wir zocken hier jetzt gerade mit dem allerersten großen Patch, der jetzt im Laufe dieser Woche erst rausgekommen ist. Es wurde ein großer Batzen an Hotfix drauf gespielt und Verbesserung und jenes und dies und das. Nachdem ich den drauf gemacht habe, ist als allererstes das Spiel abgeschmiert und ich hatte schon gedacht, schön, jetzt machen wir einen neuen Spielstand, aber ihr seht, es läuft noch, deswegen machen wir gleich auch einen kleinen Zeitsprung. Ich habe mir seit unserer letzten Episode ein bisschen Planet Coaster schmackhaft gemacht und natürlich dann auch direkt den Vergleich gezogen zwischen diesen beiden Spielen. Und ich muss leider sagen, dass Planet Coaster auf jeden Fall hübscher ist, möchte ich sagen. Und ich sage mal detailverliebter, wenn man nämlich mal die Pieps, wie sie denn hier überall heißen, direkt vergleicht, dann sieht man dieses Detail und viel mehr Ausdrucksstärke in den Gesichtern und das jetzt auch schon in der Alpha. Und dann muss man immer zum Vergleich sehen, dass Rollercoaster Tycoon World irgendwas mit 3 Jahren in der Entwicklung ist mit verschiedenen Publishern und jetzt dann irgendwie kurz entschlossen auf einmal doch in der Early Access gelandet ist. Ja, der erste Patch ist vielversprechend, aber er wird wohl das grundlegende Problem nicht ändern können, dass die Spielmechanik einfach noch nicht ausgereift ist, was meines Erachtens vielleicht auch erst in so einem guten Jahr vielleicht denn so ist. Und dann kommt Planet Coaster schon raus. Und wenn das jetzt schon besser aussieht als Rollercoaster Tycoon World, dann sehe ich schwarz. Nicht sicher, wie die Entwickler noch das Beste aus diesem Spiel rauskitzeln können. Aber Planet Coaster kostet jetzt 70 Euro, das ist diese Early Bird. Und das bin ich noch nicht bereit zu bezahlen, obwohl ich dolle mit mir gerungen habe, das vielleicht zu tun und euch das zu zeigen. Ob ich das vielleicht noch mache, sei mal dahingestellt. Gut, das jetzt genug aus dem Blauen gequatscht. Und da steht sie, unsere wunderschöne kleine Holzachterbahn. Inzwischen ein bisschen verfeinert. Ich habe hier und da noch ein bisschen was geändert, weil das nicht ganz funktioniert hat. Ich wollte nämlich die Intensität ein bisschen verringern. Das war jenseits von 11 irgendwas oder 10, was glaube ich sowieso das Max. Ne, 10 ist nicht das Max. Ich glaube 11 irgendwas waren es. 12 war Max, ne? Auf jeden Fall war es viel zu hoch. Die Leute sind da rausgekommen, haben direkt gereiert. Man sieht das leider hier immer noch ein bisschen. Und inzwischen ist der Patch auch aktiv. Was heißt, diese verbesserte Grafik sollte man jetzt schon sehen. Wie ihr seht, die Pieps, die sind immer noch abgehakelt. Das hat sich noch nicht wirklich verbessert. Was wir in dieser Episode jetzt machen. So, ich hätte gerne diese beiden Kreise hier wunderschön ausgefüllt. Und da werden wir einmal den Aussichtsturm hinklatschen und einmal, wo ist er? Die Dropzone. Und, was denn jetzt? Ach, der Scheiß ist nach dem Patch auch wieder aktiv. Das habe ich ja nicht ausgestellt. Ja, ich weiß, es ist kaputt. Blödsinn. Ob wir jetzt hier die Dropzone und da den Aussichtsturm? Ich glaube, den Aussichtsturm hätte ich lieber hier oben auf den Berg gebaut. Müssen wir nur mal schauen, dass wir auch die Straße hier irgendwie vernünftig hinbekommen. Also so ungefähr. Ne, ich glaube, wir müssen das anders angehen. Ich denke, wir machen Nägel mit Köpfe. Wir werden hier nochmal kurz die Straße entfernen und werden hier vorne die ganze Fläche mal ein bisschen gerade machen. Ach ja, das ist auch wieder so ein Problem. Den Scheiß hier, die kriegen wir jetzt nur weg, indem wir hier nochmal in die Bearbeitung reingehen. Und dann müssen wir unsere Bahn nochmal ein kleines Stück verschieben. Kann ich die irgendwo jetzt kurz mal, oder wir machen sie kurz kürzer.
So, wir schieben sie kurz dahin. Dann kann ich hier reingehen und dann jetzt kann ich den Scheiß erst wegmachen hier vorne. Und jetzt müssen wir sie nochmal verschieben. Problem an der Geschichte ist, jetzt haben wir diese ganze Testgeschichte wieder obsolet gemacht. Jetzt ist das wieder überall mit anderen Werten. Trotzdem hätte ich dich jetzt wieder ganz genauso, wie du vorher warst. Was, glaube ich, ungefähr so war? Bin mir nicht sicher. Tja, wisst ihr was? Wir werden einfach mal das Ding testen. Dann schauen wir doch mal, was genau die Bahn uns jetzt mitteilt. Wahrscheinlich sind wir jetzt runtergerutscht, nur weil ich da ein bisschen was verändert habe. Na komm, park doch. Ja, bestanden weiß ich ja. Brauchst du jetzt nicht nochmal testen. 9,9. Ja, ich glaube, da sind wir höher gerutscht. Ha. Na komm, egal, wir machen es jetzt einfach auf. Jetzt werden wir uns jetzt mit dem Ding hier vorne widmen. Also, wir bauen hier unseren Aussichtsturm. Und hier hätte ich eigentlich das so gebaut, dass wir da drum noch eine Straße bekommen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen sehr eng. Wir können das ja... Nee, so weit drunter können wir das da nicht bauen. Das wäre cool, einfach hier unten drunter. Und diesen Eingang dann... Warum fährt denn jetzt schon los? Ist doch gar keiner drin. Naja, von mir aus. Diese hätte ich jetzt gerne so, dass wir auch irgendwo den Eingang noch rankriegen und eine kleine... Ich glaube, das können wir nur so machen, aber da kriege ich doch keinen Eingang mehr ran da vorne, oder? Wir testen das mal. Ah, nervt mich doch nicht. Ja, ich denke... So könnte das klappen. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir hier vorne auch irgendwie Wege ranbekommen. Wahrscheinlich werde ich das dann nochmal umändern, aber jetzt für den Moment sollte das so funktionieren. Achso, was ich jetzt noch ganz kurz hier mache. Hier seht ihr nämlich, dass die Scheiße hier nur miese einspielt. Das heißt, wir reißen mal kurz das Blockhaus ab. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Also hier sollten wir wohl kein Problem haben, eine Straße ranzubekommen. Und ich hätte hier auch gerne wieder eine mittlere. Ich werde die jetzt einfach mal gerade hier rüberführen. Achso, ich bin jetzt gerade wieder in dem Menü. Ich hätte hier gerne die so gerade wie möglich hier rüber. Mein Gott, ja, gehen wir doch nicht auf den Zwirn. Und hier vorne hätte ich sie ganz gerne angepasst an die Kurven von dem Ding selbst. Das ist jetzt wieder ein bisschen tricky. Entweder leuchtet der Weg rot oder die Attraktion rot. So können wir das machen. Ah, ist nicht noch nicht nah genug dran. Ich hätte es echt gerne direkt umschlossen. Diese Clipping-Scheiße, die sollten sie dem Spiel nochmal überlegen. Das ist genauso, wenn man Laternen oder was nicht Mülltonnen setzt. Oder Parkbänke. Man kann gegenüber von Kreuzungen zum Beispiel keine Parkbänke bauen, weil dann immer angezeigt wird, dass da irgendwas im Weg ist, was total bescheuert ist. Das schränkt meine Deko-Absichten ein. Jetzt verbringen wir die Hälfte der Zeit wieder mit dem Blödsinn hier vorne, den Scheiß richtig zu basteln. Na komm. Na, müssen wir es so machen. So, machen wir das. Und ich glaube, hier müssen wir noch einen runtergehen, oder? Nee, sind wir auf der richtigen Höhe? Schauen wir mal. Ich glaube fast, dass wir da keinen Weg rankriegen. Achso, das kann von mir aus gerade sein. Sind wir jetzt eine Höhe... Auf 8 oder auf... Ja, auf 8. Gut. Warum kann ich die jetzt nicht so weit? Da kriege ich doch keinen Weg ran. Scheiße. Naja, gut. Wir lassen es einfach mal so außen vor stehen, weil... Eigentlich habe ich da nämlich schon was vorbereitet... Hier vorne werden wir jetzt, wo ist er, die Dropzone hinbauen, die einfacher zu basteln ist. Aber ich werde jetzt einen Zauberschnitt setzen und dann werdet ihr sehen, was ich da schon vorbereitet habe.
Und nun sind wir hier nach unserem Zauberschnitt. Ihr müsst mich entschuldigen, ich habe dieses Spiel natürlich ein wenig mehr durchgesuchtet, als ich das euch mal zeige auf dem Kanal. Wir haben jetzt hier vorne, so wie ich das eigentlich haben wollte, das hat einfach ewig gedauert, diesen Scheiß so hinzubekommen. So wollte ich das haben. Hier haben wir jetzt die Aussichtsplattform und hier unten ist die Dropzone. Die ist natürlich relativ einfach zu basteln. Die Lücken habe ich dafür ausgefüllt. Hier hätte ich gerne, also ich glaube, das machen wir nicht in der Episode. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir hier reinbasteln, aber da sollte noch was Cooles rein. Vielleicht sogar eine zweite Achterbahn, die sich ein bisschen durch unsere erste wunderschöne Holzachterbahn schlängelt, wo wir jetzt gerade hier die Kollegen sehen. Ein paar Verfeinerungen habe ich noch gemacht. Zum Beispiel, unsere Toiletten kosten jetzt Geld, weil ich das nicht eingesehen habe, dass wir die Leute hier umsonst reinlassen. Das ist einfach nur... Gibt's ja wohl nicht. Achso, was ich hier noch machen wollte. Oh, das funktioniert inzwischen sogar. Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, das ist auch erst mit dem Patch. Wir hatten nämlich hier immer eine Null stehen, bevor der Patch da war. Und die Leute, man sieht das bestimmt jetzt immer noch. Hier, keine Ahnung, mit dem gebrochenen Arm rumrennen und das macht hier jeder Zweite. Hier seht ihr das überall. Und weiß nicht, was mit ihr ist, aber sie ist scheiß gelangweilt. Und die hier machen... Tja. Ich würde hier gerne nochmal den Vergleich zu Planet Coaster ansprechen, wie wunderschön da die Pieps aussehen. Inzwischen guckt euch mal die Zombies an, die hier rumlatschen. Er hier vor allen Dingen. Oh, jetzt ist sein Arm gebrochen. Die arme Socke. Tja, also. Das habe ich gemacht. Da habt ihr ja schon ein bisschen was von gesehen. Hier ist nicht so eindrucksvoll. Hier hinten werden wir jetzt ein bisschen was weiterführen. Hier habe ich nochmal so eine kleine... Ja, ich sage mal, Fressbudenorgie hingebastelt. Und hier habe ich uns schon mal was vorbereitet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das hinbekommen. Da habe ich nämlich schon ewig probiert und studiert. Hier seht ihr direkt noch mal ein paar Clipping-Fehler in dem Weg. Wunderschön. Ich hätte das hier gerne mal ein bisschen gerade. Das sieht ein bisschen bescheuert aus. Ich habe nämlich gedacht, das wäre voll cool. Würden wir... Ach so, das ist übrigens auch noch Hetze. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier habe ich ein Stück neuen Park gekauft, deswegen sieht das jetzt hier vorne ein bisschen anders aus. Und was ich jetzt hier vorhabe, das sehen wir mit dem Schleudern, nein, mit dem Superflug. Ich dachte mir, das wäre voll cool. Würden wir hier vorne das Ding so hinbasteln, dass die quasi über den See fliegen und dann hier auf der Insel das Ding klatschen. Ich musste das schon mal so ein bisschen vorbereiten, weil ich natürlich die Maße noch nicht ganz genau wusste und ob es überhaupt funktioniert. Aber es sollte funktionieren. Und jetzt hätte ich das gerne noch so platziert, dass wir das auch so hinklatschen, ohne diesen Gebäude auf irgendwelchen bescheuerten Stützen hingestellt zu haben. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, wo genau wir am tiefsten Punkt hier sind. Ich glaube, das war schon hier so. Ich weiß gar nicht, warum das Ding hier schon so eckig aussieht. Das Ding sollte nicht so eckig sein. Oh, was denn jetzt? Ja, eindrucksvolle Superzooms. Brauchen wir gerade gar nicht. Das sollte schon so ein bisschen... bisschen kruckelig aussehen. Irgendwie sieht es komisch aus. So. Jetzt schauen wir mal. Ach, wieder falsch rum. Das Ding einmal drehen. So, jetzt... hätte ich das gerne so tief wie möglich. Ich habe das jetzt schon mal offscreen ein paar Mal gesetzt und jedes Mal war es auf so bescheuerten Stützen. Ich glaube... Nee, ich hätte es gerne schon, dass das da auf dem Platz ist. Was genau sagt mir denn jetzt hier bitte, dass wir zu hoch sind? Ist die Ecke hier noch zu hoch oder was? Aber das sieht alles eckig aus. Versuchen wir es nochmal so. Ich habe schon alles planiert hier. Wie besteuert. Ich möchte gar nicht wissen, was das an Millionen gekostet hat. Na gut, wir haben keine Millionen, aber was es an Kohlen gekostet hat, die ganzen Scheiße hier zu plätten und vernünftig flach zu machen, damit wir den Blödsinn hier hinbasteln können. Das ist übrigens immer noch total irritierend. Ich hätte gerne so eine Ansicht, die mir direkt sagt, das wird auf der Höhe platziert. Das sieht zwar super toll aus, dass das Ding immer drüber wegschwebt, aber das ist einfach nur irritierend. Wenn ich das nämlich jetzt setze, dann seht ihr, pass auf, plopp, wir haben trotzdem Stützen. Und das Ding ist trotzdem hier
nicht auf einer Höhe. Es ist trotzdem am Schweben. Und irgendwie sehen wir hier vorne auch... Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre noch so ein Huckel. Und jetzt müssen wir das sonst 20.000 Mal hier vernünftig hinklatschen, bis das dann einigermaßen passt. Ich weiß echt nicht, warum. Vielleicht müsste ich... Ah, ja, genau. Kannst du bitte mal irgendwo anders hin kurz. Vielleicht müssen wir wirklich hier vorne dafür sorgen, dass das gerade ist. Oh, einmal so bitte. Dann müssen wir das Wasser hier mal wegmachen. Vielleicht muss ich einfach dafür sorgen, dass wir hier vorne eine gerade Fläche da gegenüber haben. Und gucken mal jetzt, was genau das zu uns sagt. Jetzt leuchtet alles weiß, jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Aber es sieht schon tiefer aus, oder? Irritiert es? Tja, da ist es immer noch auf Stützen. Aber zumindest haben wir da die Mitte getroffen. Ich denke, so werden wir es lassen. Ja, doch. Ich denke, damit können wir arbeiten. Das sieht fast eben aus. So werden wir das anschließen. Was sind das denn für Grafikglitches schon wieder hier? Na gut. Die gehören wohl dazu. Wir werden hier vorne gucken, dass wir hier eine halbwegs vernünftige... Oh ja. So, machen wir es so. Und hier werden wir so ein bisschen Zickzack bauen. Hier hätte ich es gerne einmal... Warte, ich möchte das mal mit Gitter machen, damit das hier auch wirklich rechtwinklig ist. Nee, hier hätte ich... Oh, was ist denn jetzt? Warum schreiten die Tusse da so rum? Wie viel habe ich denn das jetzt so gemacht? So? Ich glaube ja, so machen wir das. Und dann machen wir noch einmal so. Und dann... Ah, nee, wartet mal. Wir machen das noch einmal rüber. Und wenn das jetzt nicht hier... Ja, gut. Der Be ja, ich glaube... Ich denke, so sollte das gehen. Lass mich in Ruhe, Gitter. So. Nein. Das Ding werden wir teurer machen. Ich bin mir nämlich fast sicher, dass wir damit ein bisschen mehr Kohlen machen können. Und wenn das nicht passt, können wir das auch noch wieder verringern. Fragt mich nicht, warum das Ding... Oh, ups. Das habe ich da drauf geklickt. Das heißt jetzt Superman. Warum Superflug 3 heißt. Und ich will mal kurz gucken. Da kommt schon der erste. Wunderbar. Dass wir hier vorne mal ein so einen... so ein lustiges Schild hinklatschen. Das hier? Ja, passt natürlich nicht dahin. Und doch, wir können es nach... Machen wir es so. Ja, komm, mein Gott. Passt so halbwegs. Das sollten wir vielleicht bei den anderen Attraktionen auch mal machen. Das habe ich bei der... Wooden Looper heißt sie übrigens. Das steht hier. Oh Gott, da wird schon rumgereiert hier. Warum steht denn hier jetzt hier vorne alle rum? Geht doch rein. Hä? Alter, wie sie hier rumreiern, ne? Oh mein Gott, die scheint echt zu hart zu sein für euch, die Bahn, ja? Ich hätte mir echt gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Übersicht über die Finanzen haben. Ich meine, diese Skala, die sagen überhaupt nichts. Und vor allen Dingen hätte ich gerne, dass wir direkt sehen, ohne hier jetzt alle einzeln durchzugucken, was hier uns Kohlen bringt. Hier der zum Beispiel. Das Eiscafé bringt jetzt gar kein Geld ein. Es hat keine Besucher, nichts. Warum auch immer. Vielleicht ist das zu teuer hier oder was? Ich senke das mal auf 8 Dollar. Vielleicht bringt es dann das irgendwas ein. Und die Toiletten sollten inzwischen überall 50 Cent kosten. Hier haben wir unsere gehaltenen Leute. Und ich habe hier auch nochmal was umgebaut. Hier ist jetzt nochmal ein Leckermölchen. Das bringt nämlich, weil das ist ja quasi unser kleines Kinderparadies, ist hier oben in der Ecke. Deswegen sind da die ganzen Kinderattraktionen. Hier habe ich erst gedacht, bauen wir vielleicht noch so eine... Eigentlich können wir das nochmal machen. Das würde sich vielleicht hier ganz gut machen. Ich denke schon. Hier führt bis jetzt nämlich nur eine Straße auf Stützen vorbei. Vielleicht können wir hier noch so eine
was ich, so eine super Kinderattraktion hinklatschen. Noch eine Rutsche? Weiß nicht. Die Rutsche haben wir ja schon. Das Westernriesenrad passt nicht so unbedingt. Die Bananenkreise könnten wir vielleicht hier hinklatschen. Das wäre lustig. Auf Stützen? Nein, die sollen natürlich auf dem Berg sitzen. Machen wir gleich. Das werden wir noch machen. Ich hätte jetzt hier erst mal gesehen, wie hier die Attraktion ankommt oder ob die jetzt mit 3 Dollar zu teuer ist. Müssen wir mal gucken, was die Besucher dazu sagen. Die bezahlt, okay. Was machst du? Du gehst auch rein, okay. Ja, das scheint so wohl zu teuer zu sein. Es sind auch ein paar Leute hier. Auf jeden Fall cool, dass das so funktioniert. Sieht ein bisschen dolle kahl aus noch. Die ganzen Bäume, die jetzt hier stehen, die muss ich alle da wegschieben. Aber ich denke, das werde ich wieder offscreen machen, dass ich das wieder ein bisschen verschönere. Ja, also machen wir jetzt hier was hin oder da? Ich bin mir nicht sicher. Also hier soll auf jeden Fall eine irgendwas Nervenkitzeliges soll dahin. Sio. Verrückter Dreh, das sieht mir zu futuristisch aus. Das hätte ich da nicht gerne stehen. Das sieht auch nicht so toll aus. Der Tornado. Nee, ich glaube, da hätte ich wirklich... Ich hätte gerne so eine Bahn, wie ich das bei Rollercoaster Tycoon den vorigen Teil immer gebastelt habe. Ist das diese vielleicht? Hier, sowas mit hydraulischem Beschleuniger. Wollen wir das in dieser Episode machen? Wir haben jetzt noch gute 4 Minuten. Aha, ich denke, das kriegen wir nicht mehr hin. Ich denke, das werden wir in der nächsten Episode machen. Das sieht ungefähr so aus wie Drachenfeuer hier. Vielleicht aber dann eher in die andere Richtung. Also beschleunigen, hochgeschossen und wieder zurück. Was ganz Simples eigentlich. Wir werden jetzt hier vorne noch was für die Kinder tun. Das heißt, wir werden hier diese blöden Bäume mal wegmachen. Die müssten, denke ich, auch weg, die Büsche hier vorne. Diese, denke ich, auch. So, und der Blödsinn hier. Ich reiß die extra nicht ab, weil dann kann man sie danach noch verwenden. Dann werden wir das hier ein bisschen höher machen. Ungefähr auf diese Höhe hier. Und ich denke, wir werden es jetzt einfach schon draufsetzen, diese Bananenschaukel, wie sie heißt. Nee. Ach, ist das auch für Kinder? Achso, das ist gar nicht Kinder. Das hier meinte ich. Bananenkreisel. Die haben natürlich nur nach hinten einen Ausgang. Tja, da müssen wir dich, glaube ich, so hinbauen, dass du dann einmal so einen Kreis führst. Also von hier rein und nach da raus. Dann müsstest du weiter nach hier. Okay. Machen wir das ein bisschen weiter nach da. So ungefähr. So. Gut, und jetzt werden wir das Ding wieder nach unten versetzen. Ob das auch mit Glätten geht? Nee. Ich werde es so weit wie möglich hier kahlschlag nach unten setzen. Und dann im Nachhinein erst glätten. Na gut, hier vorne muss ich vielleicht direkt glätten. So, dann sieht das nämlich so aus, als ob es da oben auf dem Berg steht. Und damit die, das Gefälle nicht zu krass ist, werden wir hier versuchen, diese komischen Ecken rauszunehmen mit dem Ding. Und dann müssten wir hier irgendwo wieder rankommen. Da muss ich die Bäume wohl hier auch nochmal entfernen. Na. So. Und dann werden wir das hier ransetzen. Irgendwie ist die Beleuchtung oder das ganze Spiel dunkler geworden nach dem Patch, finde ich, oder? Müsste das mal mit meinem ersten Video vergleichen. Irgendwie sieht es echt komplett duster aus alles. Den Baum muss ich auch nochmal wegnehmen hier. Und hier muss ich dann eh nochmal den Zaun abreißen. Ich werde den bis hier nochmal abreißen. Weil dieses Terrain-Tool nämlich ein bisschen zickig ist. Und wir da vorne dann einfach keine richtige Fläche hinbekommen.
Hier seht ihr jetzt zum Beispiel eine Riesenecke. Das Loch werde ich da auch irgendwie nicht wegkriegen, außer ich mache da die Wege weg, was ich nicht mache. Das kann da ruhig so bleiben. Gut, also machen wir den Weg hier dran. Hier vorne die Warteschlange, die sollte ungefähr hier starten. Ist das 6 hoch? Ja. So. Einmal. Ne, warte, wir machen das ein Stück weiter geradeaus. So. Ich glaube, die müssen wir nicht so lang machen. So, und das war zu steil. Dann muss ich dich erstmal hier lang führen. So, haben wir jetzt nach oben gebaut. Naja, warum gehst du jetzt nicht darüber? Ist so zu krass die Kurve oder was? Dann werden wir es doch anders machen. Dann gehst du hier gerade raus. Mit Gitter, damit es wirklich 90 Grad sind. Ja, Handy, warte doch bitte. So. Und dann geht's einmal nach da. Und du müsstest jetzt eigentlich hätte ich dich gerne so. Ha. Nein? Ja, ich sag euch, mit so einem Blödsinn könnte ich mich stundenlang beschäftigen, bis ich das vernünftig hinbekommen habe hier. Mach ich doch nur so rüber vielleicht? Ah, warum geht denn jetzt da nicht? Ich denke, wir machen es nur so. Warum denn einfach, wenn man es dann auch eine Stunde kompliziert machen kann? Oh, das ist natürlich wieder ein super Grafik-Glitch. Oh, da ist der Weg da. Wunderbar. Und dann geht's hier raus. Mit einer wunderschönen Kurve. Einmal nach da. Ja. Ich denke, so können wir es machen. Und dann können wir dich direkt eröffnen eigentlich. 1,50? Ja, 2 Dollar. So. Und da sind die Bananenkreisel aktiv. Und das war's auch schon wieder für diese Episode. In der nächsten oder in eurer Abwesenheit werde ich hier wieder mal meine Deko-Hand schwingen. Und dann werden wir in der nächsten Episode hier vorne oder vielleicht auch hier vorne auf jeden Fall diesen Super Rollercoaster basteln, den ich jetzt geplant hatte. Diese Abschussbasis oder wie auch immer sich das schimpft. Auf jeden Fall, ich danke euch fürs Einschalten und ja, was nochmal Planet Coaster angeht, mal gucken, ob ich die 70 Euro investiere. Vielleicht seht ihr in der nächsten Woche schon was davon, aber. Oder auch übernächste Woche erst. Egal, ich danke fürs Einschalten. Haut rein.